Hallo liebe Freunde und willkommen zu einem neuen Unboxing auf meinem Kanal hier bei Dover tut Dinge. Ich habe, wie wir hier gerade sehen, ein schönes Päckchen gekriegt und das werden wir jetzt heute aufmachen. Ich bin gerade ein bisschen erschrocken, weil das hier ist die Grundverpackung, die gekommen ist, ne? Und hier waren zwei Dinge drin. Einmal das und dann das. Das hier ist ein Steelbook. Ich bin allerdings ein bisschen irritiert, weil es sollte doch ein Steelbook hier drin sein. Aber gucken wir uns das gleich mal an. Heißt das irgendwie, dass ich zwei kriege hier? Zwei zum Preis von einem, beziehungsweise zwei zum Preis von null, weil lustigerweise hatte ich das Ding gekauft, ich hatte es bezahlt, das Geld wurde mir abgebucht und später war das Geld wieder da. Und jetzt ist das da. Gut, dann kommen wir doch zum geboxigen Out, ne? Dich gucken wir uns später an. Dann gucken wir mal, wie wir dich aufmachen, ohne dich zu beschädigen. Ja, das ist eine gute Frage. Wo haben wir hier? So, achso, ich glaube, das ist ein. Da ist noch was, da ist noch ein Karton drumherum. Ja. Sehr schön. So. Dead Island übrigens ist eines der ersten Spiele, ich glaube nach GTA, die ich wirklich durchgespielt habe. Damals auch an der PS3. Und deswegen war für mich ganz klar, Dead Island 2 wird sofort gekauft. Und hier auch in der LA Edition, also der quasi Collector's Edition. Dachte ich mir gar nicht mehr mal. Und wie wir sehen, war das auch keine verkehrte Entscheidung. Immerhin hat es mich ja nicht mal was gekostet. So. Ja, da ist ein Steelbook. So. Da hätten wir die Box. Ist nichts Extravagantes, aber trotzdem irgendwie edel und schön. Dann haben wir hier ein paar Badges. Ah. Die Karten. Hier haben wir eine Karte von LA, von Venice Beach. Und hier ist die richtige Steelbox. Kommen wir direkt mal rein. Und wir haben eine Disk. So muss ich hier mal gucken. Das hier sind die beiden Codes für die Skins. Expansion Pass. Noch Skin. Noch ein Skin. Epic Game Store Aktivierungscode, gut. Also ich brauche die Disk an sich nicht. Das ist gut. Bin nämlich zu faul, jetzt mein externes CD-Laufwerk am PC, am Gehäuse anzuhängen. Aber schön nochmal wieder was mit Disk zu haben. Auch wenn hier grundsätzlich auch nur einfach der Aktivierungscode drauf sein wird. Und nein, ich werde die hier einlösen, bevor ich das Video hochlade. Müsst ihr gar nicht mehr suchen wollen. Meins. Ja, das hier ist so der Inhalt. Das hier sind. Muss ich nicht mal aufschneiden, passt doch. Das sind solche Stecker hier.
auch schon lange nicht mehr gesehen, solche Dinger. Bin ich ehrlich. Ziemlich dick. Habe ich jetzt nicht erwartet. Gut, das ist halt eine Collector's Edition, ne? Und von daher. Ich bin erstaunt, wie klein das ganze Paket eigentlich ist. Das hat doch bei mir in den Milchkasten reingepasst. Ah. Oh, was ist denn noch? Weg damit. Da ist noch Schaumstoff drin. Damit das Ganze schön drin bleibt und nicht zerkratzt. Nice. Heißt aber auch, dass man das Ding nicht benutzen kann, um irgendwas anderes zu lagern. Sondern wirklich nur. Gut, dafür steht das da perfekt drin. Nice. Oh, dann hier. Dieser Umschlag hier. Hier haben wir Tarotkarten quasi. Hier sehen wir für jeden der spielbaren Charaktere eine Karte. Die sind richtig cool gemacht. Voll schön dick. Wheel of Fortune. Rad des Schicksals. The Emperor. The Tower. Aber was mir fehlt, ich meine, hallo, es sind Tarotkarten, ja? Was fehlt, wenn man hier Tarotkarten in der Hand hat? Was ist eine der bekanntesten Tarotkarten, die immer wieder auftaucht in irgendwelchen Serien und Filmen? Weil es einfach Horrorfilme sind. Wo ist der perfekte Tod? Kein Tod. vier, sechs. Ich glaube aber, wir haben hier unten eine Nummer. Die 4. Die 10. Die 8. Die 9. Die 6. Und die 16. Also da müsste es theoretisch noch weitere Karten geben, oder was? Wenn die schon extra nummerieren. Das. Okay, ja. Allerdings scheinen immer dieselben Karten drin zu sein, also komisch. Ja, hier haben wir dann noch eine Karte. Die machen wir, glaube ich, hier auf. Yes. Okay. So, dann gucken wir mal kurz. Auf der einen Seite sieht die so aus. Das dürfen da wohl die Regionen sein, die wir haben. Venice Beach, Brentwood Siva, also die Kanalisation. Hollywood Boulevard, Monarch Studios, The Metro, Ocean Avenue, Beverly Hills, Hyperion Hotel, Santa Monica und Bel Air. Das sind dann wohl so die Maps, die wir haben. Und jetzt haben wir auf der Seite Alive Barbecue, Totenkopf. What are they hiding? Was ist das? Loot? Venice Beach. Also, wir haben gerade gesehen, Venice Beach ist wahrscheinlich eine Map. Und hier haben wir eine Map zur Map. Allerdings nur von Venice Beach. Aber wir sehen hier sicherlich guten Loot, haben wir drauf. What are they hiding? Also hier sollte man mal einen Blick reinwerfen. Hier sind wahrscheinlich Überlebende. Hier ein Bossfight. Ja, kann man sich mal ansehen. Jetzt bin ich mir mal überlegen. Macht das Sinn? Nö.
Ich hatte mir nämlich überlegt gehabt, ob es irgendwie Sinn macht, das Ding auszumessen und einen Bilderrahmen zu kaufen und aufzuhängen, so wie kriege ich das Bild? Warte, ne. Leider kriege ich es nicht ins Bild. Jedenfalls so wie mein Blackwood-Ding von Elder Scrolls. Elder Scrolls Online. Aber nö, das wird nichts. Weil das sieht zu wenig interessant aus. So, dann gucken wir uns doch mal das hier noch an. Warum zum Teufel haben wir ein zweites Steelbook? Komm. Verpackung. Was ist denn mir nicht gerade erst aufgestanden? Und ich muss gleich mal zur Arbeit gehen. Aha. Das ist aber auch leer. Also das ist. Oh, hier ist ein Blutfleck. Okay, es ist halt also einfach ein zweites Steelbook, das irgendwie vom Händler selbst noch rausgehauen wird. Höchst interessant. In deinen Worten, es gibt mehrere Steelbooks. Hier haben wir drei Charaktere, hier haben wir einen Charakter. Ist das ein Charakter? Keine Ahnung. Rein theoretisch müsste es einer sein. Ich glaube nicht, dass ein Zombie mit Molotows schmeißt, aber. Ja, gut. Höchst interessant, höchst interessant. Habe ich zwei Steelbooks zum Preis von einem. Zum Preis von null, weil, ja. Es hat mich ja nichts gekostet am Ende des Tages. Würde mich aber interessieren, ob es noch mehr gibt. Ah ja, gut. Ich habe ja erst angefangen, damit Steelbooks zu sammeln, ne? Mit, habe ich denn? Mit, Pokémon. Und jetzt wächst meine Sammlung unerwarteterweise größer an. Das sind jetzt die drei Steelbooks, die ich bisher besitze. Jetzt muss ich gucken. Ich habe Probleme mit meiner Grafikkarte. Jetzt muss ich schauen, ob das an einer Einstellung liegt, die ich kürzlich gemacht habe, oder ob die Grafikkarte den Geist aufgibt. Wenn es die Grafikkarte ist, muss ich sparen für eine neue Grafikkarte. Wenn es nicht die Grafikkarte ist, dann geht es weiter wie geplant. Dann würde ich hinter mir ein Regal kaufen, wo ich dann sowas hier ausstellen kann. Und wenn ich dann mit der Cam hinter mir streame, dann kann man das theoretisch sehen. Ja. Gut, das ist der Inhalt der Collectors Edition, genauer gesagt der LA Edition von Dead Island. Plus noch Zusatz. Ich freue mich schon auf das Spiel. Ich werde gleich arbeiten gehen und dann freue ich mich darauf, nach der Arbeit das Spiel installieren zu können und zocken zu können. Schönes Zombie-Geschnetzel. Und ja. Gut, damit war es das von diesem Unboxing. Wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Bis denne und tschü mit Ö.